Nächster Redner, Herr Abgeordneter Martin Litschauer. Ja. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren hier im Sitzungssaal und alle, die uns jetzt über verschiedene Medien zuhören. Ich möchte mich auch bedanken für dieses Volksbegehren, weil es hat ein Thema aufgezeigt und wir haben da in mehrerer Hinsicht einige Dinge lernen können. Manche sind kleinerer Natur, manche sind größerer Natur. Man lernt zum Beispiel auch, dass der kürzeste Tag oder die kürzeste Nacht nicht unbedingt bei der Sonnenwende ist, dass sich das durchaus ein bisschen verschiebt, weil sich Sonnenaufgang und Sonnenuntergang durchaus unterschiedlich entwickeln aufgrund der verschiedenen Erdachsen. Und wir lernen aber auch, wie kompliziert Lösungen manches Mal zu finden sind, wenn die über mehrere Staaten in der EU passieren müssen. Wir haben gesehen, das EU-Parlament hat sich eigentlich bereits ausgesprochen, dass diese Zeitumstellung abgeschafft werden soll. Und wir haben auch jetzt gehört, die Vorschläge der EU-Kommission waren ein bisschen unzureichend und die Mitgliedstaaten haben jetzt noch nicht entschieden. Und wir haben im Ausschuss sehr viel diskutiert, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Zeiten. Was eindeutig hervorgegangen ist in der Diskussion, ist, die Menschen wünschen sich ein Abstellen des Umstellens. Und ich, genau da muss man nämlich dranbleiben. Das Umstellen ist das, was den Menschen eigentlich am meisten stört an der Sache, das, glaube ich, auch die meisten gesundheitlichen Auswirkungen hat. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir hier eine Lösung bekommen. Und ich denke, wir müssen auch den Druck hier wieder erhöhen, dass bei den Mitgliedstaaten und beim EU-Vorsitz dieses Thema auch wieder aufs Tableau kommt, damit wir hier eine Lösung kommen. Denn es ist wirklich, haben Sie auch schon gehört, eigentlich ein bisschen ein Armutszeichen, dass es hier noch keine Lösung gegeben hat. Ihr könnt mit dem Kollegen Orban vielleicht reden, der könnte es in Zukunft auf die Tagesordnung setzen. Angeblich habt ihr eh so einen guten Draht. Ja. Weil bisher sozusagen ist, seit Österreich den Vorsitz gemacht hat, da eben leider Gottes nicht viel passiert. Ja. Und das wäre vielleicht ein Anspruch. Als Techniker sage ich ja, viele Beginnzeiten könnten wir ja wieder anpassen. Wir haben es gehört, Schule, Arbeit und so weiter. Aber ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall eine Lösung, dass das Umstellen wegkommt. Und wie die Zeitzonen, aktuell haben wir drei, ob die genauso bleiben müssen oder sich doch teilweise verschieben können, sollten doch bitte die Mitgliedstaaten relativ rasch lösen. Und deswegen danke ich auch nochmal für dieses Volksbegehren, dass hier aus Österreich, glaube ich, auch nochmal Druck gemacht wird, dass das nochmal transportiert wird. Und ich hoffe schon, dass es jetzt dann beim EU-Vorsitz sozusagen auch wieder landet und in Zukunft auch wieder behandelt wird, nachdem es Österreich als letzter sozusagen behandelt hat. Danke.